Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Sven und heute geht es mal wieder um das Thema FPV. Genauer gesagt stelle ich euch heute ein neues Quad vor. Und zwar habe ich mir den GapRC CineLog 35 HD in der 4S PNP-Version gekauft. Dieser Copter kam jetzt in der Woche bei mir an. Ich habe ihn bestellt beim droneshop.nl, weil dies der einzige Anbieter war innerhalb von Europa, wo ich den Quad momentan verfügbar gefunden habe. Als er hier ankam, war ich doch ein wenig erschrocken, wie groß dieser Karton ist. Ihr seht, er passt quasi noch nicht mal so richtig hier in den Videobereich meines YouTube-Studios. Ich habe mich ganz bewusst für den CineLog 35 entschieden, denn er ist zwar mit Sicherheit relativ groß, mit 3,5 Zoll Propellern, aber ich fliege hauptsächlich im Außenbereich und hier in der Gegend ist eigentlich auch fast immer windig, deswegen wollte ich einen etwas größeren Cine-Whoop haben, der halt eben entsprechend Power hat und auch bei kräftigerem Wind gut starten kann, ohne Probleme zu bekommen. Aufgrund der Größe des Kartons packe ich den jetzt mal direkt aus und zeige euch nur den Inhalt und nicht das Unboxing als solches. Und dann schauen wir mal, was GapRC da so alles beipackt. Und das ist der Inhalt des Kartons. Gehen wir es mal eben einmal durch. Wir haben hier einmal den CineLog 35. Ich packe den gleich aus und stelle ihn euch näher vor. Dann haben wir hier verschiedene Schaumstoff- und Gummipüfferchen. Wir haben den obligatorischen GapRC Schlüsselanhänger aus Carbon. Ein Micro-USB-Kabel. Eine Anleitung in Chinesisch und in Englisch, die insbesondere auch Anfängern hilft, die beschreibt, wie die Schalter zu belegen sind, beziehungsweise belegt sind, wie die Vista gebunden wird mit der DJI-Brille und auch mit der DJI-Funke. Ich verwende beides. Wie Landepads angebracht werden und Batteriepads. Und, das trifft jetzt auf mich nicht zu, weil ich, wie gesagt, die DJI-Funke verwende, wie man mit einem TWS Nano RX oder mit dem FreeSky RXSR bindet. Und hier noch einmal, wie die Propeller anzubringen sind. Ihr seht hier, und das passt auch zu dem Quad, er fliegt prop out. Das heißt, die Propeller drehen sich in Richtung des Gehäuseinneren. Und hier ist halt eben noch eine kleine Pre-Flight-Checkliste, was ihr beachten solltet, besonders wenn ihr Anfänger seid, bevor ihr den Quad das erste Mal in die Luft bringt. Dann haben wir hier noch ein paar Sticker, eine Garantiekarte, Informationen zum verbauten AIO, All-in-One, auch hier wieder in Chinesisch und in Englisch, wo genau beschrieben ist, wie der AIO zu konfigurieren ist, wie die Belegung hier auf dem Schaltplan ist, wie die DJI Air Unit anzubringen ist. Dann haben wir hier noch einen Mount, der für GoPro ist. Ich persönlich verwende keinen GoPro. Ich persönlich verwende die Runcam 5 Orange und bin mit der so zufrieden. Und seit neuestem auch die Runcam Sump. Beides kann ich auf diesem CineWhoop einsetzen, wobei der ausgelegt ist eben für schwere Kameras, sodass ich mit Sicherheit eher zu Runcam 5 Orange, mit der ich dann 4K aufzeichnen kann. Das heißt, dieser Mount wird bei mir nicht zum Einsatz kommen. Der kommt in die Kiste zurück. Dann haben wir noch ein paar Schräubchen und eine Tüte mit viel Zubehör. Gucken wir mal, was GapRC uns da so reinlegt. Eine ganze Menge Kleinkram. Und zwar einmal 4 neue Props, 4 weitere Props von Jamfen. Ein paar Schrauben, sehr vorbildlich, direkt gekennzeichnet, was für Schrauben. M2x7, M2x9, M2x8, M2x12. 2 Inbusdreher, Ersatzantennenröhrchen und Antennenkappen. Eine Halterung vermutlich für eine T-Antenne, wie man sie von TWS kennt oder vom FreeSky R9-System. Beides für mich nicht relevant. Ersatz-Gummipuffer, einen kleinen Schraubenschlüssel, einen Ersatz-Lipo-Strap, übrigens gute Qualität aus Leder oder Kunstleder, ordentlich vernäht mit Metallöse. Dann, wenn man das mag, ein Schutz für die Kamera aus TPU. Also flexibles Material. Tatsächlich nur 3, nicht 4 von diesen kleinen Pinöppeln. Die kommen in die Propeller, in die Jamfins. So kann man halt eben diese Jamfin-Propeller sowohl auf kleinen Achsen verwenden, so wie es hier der Fall ist, als auch auf
als auch auf größeren Achsen. Und hier finden wir noch ein Kabel, mit dem zum Beispiel die Kamera direkt an den Balance-Stecker des Lipos angeschlossen werden kann, plus ein paar Schräubchen. So, kommen wir zu unserem Stargast, dem CineLog 35 HD. Hier seht ihr, müsst ihr die Antenne noch einmal aufstecken. Und wie ihr seht, es handelt sich hier um ein Quad im Pusher-Design. Das heißt, ein Quad, der die Luft nach unten drückt und dadurch fliegt und nicht wie ein anderes Quad die Propeller nach oben hat und sich damit in die Luft reinzieht, um es mal laienhaft auszudrücken. Die Luft wird also nach unten verwirbelt und wir haben hier Propguards, damit, wenn man mal irgendwo anstößt, nicht sofort abstürzt, beziehungsweise sich die Propeller irgendwo festfressen können. Und diese Propguards sind sehr dünn und hier auch noch mit Luftentweichungen, sage ich mal, versehen. Denn viele Cinewhoops, gerade dieser älteren Generation, da fällt mir zum Beispiel gerade der Taycan ein oder der Green Hornet, die haben große Probleme mit den Luftverwirbelungen und fliegen dadurch sehr unruhig. Und das hat GAP-RC mit diesen sehr dünnen Propguards gelöst. Gleichzeitig ist das ein festes Material. Das heißt, die sollten auch so den ein oder anderen Crash durchaus abkönnen. Verbaut ist hier eine Caddx Vista Einheit und zwar mit der Nebula Pro, einer sehr guten Kamera, die es meiner Meinung nach mit der originalen DJI Kamera aufnehmen kann. Die ist hier aufgehangen, man kann den Kamerawinkel hier vorne einstellen, wenn man möchte. Und hier unten ist, wie in der Anleitung gerade schon gesehen, ein Board verbaut von GAP-RC, und zwar das GAP-RC F722 mit 45 Ampere. Das ist tatsächlich für 4S das leistungsstärkste, also von der Ampere her, belastbarste Board, was ich mir bisher verbaut habe. Alle anderen Quads, die ich so fliege, sind je nach Größe mit 25 bis 40 Ampere ausgestattet. Bei den Motoren haben wir GAP-RC SpeedX Motoren. In der Konfiguration GR2004, also schon sehr große Motoren für einen 3,5 Zoll Quad mit 2550 kV. Zum Vergleich mein Micro Long Ranger, der 4 Zoll ist. Auch hier habe ich mich damals für die GAP-RC SpeedX entschieden. Fliegt nur mit 1404 Motoren mit 2750 kV. Da sind die 2004 Motoren wirklich sehr, sehr groß gegen. Aber der Quad soll ja auch genug Power haben, um auch sehr schwere Kameras, insbesondere die GoPro Hero 9, GoPro Hero 10, heben zu können. Die werden normalerweise hier auf dieser Platte montiert. Wie ihr sehen könnt, hier sind Puffer drin, so dass das Ganze vibrationsentkoppelt ist. Ich werde aber nicht diesen Mount hier verwenden, denn hier sind nur zwei Aufnahmen, sondern ich habe mir hier was Passendes gedruckt. Ich werde für meine Runcam 5 Orange diesen Mount hier oben drauf schrauben. Der hat drei Aufnahmen, wie ihr das seht. Und hier kann ich dann wunderbar die 5 Orange reinpacken. Es wird hier oben drauf geschraubt und dann fliege ich mit der. Wird hier entsprechend reingeschraubt. Kurzer Einschub, hier ist Sven aus der Zukunft. Ich hatte ja gesagt, ich habe diesen Mount gedruckt, habe aber feststellen müssen, dass der sich nicht sonderlich gut eignet, denn den hier mit der Aufnahme am Cine Pro drauf, ungefähr so müsst ihr euch das vorstellen, hat tatsächlich, wie auf dem Foto zu sehen, am Lipo blockiert. Das heißt, hier war einerseits der Winkel blockiert, andererseits, dadurch, dass ich einen gewissen Winkel nach hinten packen musste, wurde die Aufnahmeplatte mit den Softgummis schon nach unten gedrückt und war da schon blockiert. Das Ganze hat für Vibrationen gesorgt im gesamten Quad und hat für Schläge im Flugbild gesorgt. War nicht ganz so toll. Ich habe dann einen neuen Mount gedruckt, wo ich die Halteaufnahme nach hinten gesetzt habe. Das wäre eine Option, der ist aber tatsächlich nicht zum Einsatz gekommen. Wäre aber immerhin möglich, weil dann hier mehr Platz ist zum Lipo. Und letztendlich bin ich bei diesem Mount gelandet. Das heißt, ich versuche euch das mal zu zeigen. So, ich hoffe, man sieht es. Das heißt, der ist hier direkt in die Halteplatte geschraubt, hat hier hinten genug Luft zum Lipo und kann da nicht anstoßen und blockiert auch nichts, sodass dann hier alles schön frei schwingen kann und Schwingungen bzw. Vibrationen des Kopters ausgeglichen werden, statt Vibrationen durch den Kopter in das Kamerabild und auch in das FPV-Bild reinzubringen. Die Datei hat mir jemand in der FPV-Community erstellt.
Ich werde den mal fragen, ob ich die veröffentlichen darf. Wenn der keine Einwände hat, packe ich die auf meinen Thingiverse-Link und den Link dann unten in die Videobeschreibung. Ich werde den CineLog zunächst erstmal so fliegen, wie er von Gepassi konfiguriert wird. Das heißt, ich werde hier nur die Vista freischalten und mit meinen Komponenten binden. Und dann sollte er schon flugfertig sein. Viel mehr bleibt mir an dieser Stelle nicht zu sagen. Was ein wenig problematisch für mich werden könnte, ist hier der XC60-Stecker. Denn GepRC empfiehlt für diesen Quad Lipos von 850 bis 1500 mAh. Das ist schon echt eine ganze Menge, was man hier oben drauf packen kann oder soll. Ideal sind wohl Akkus um die 1100 mAh. Ich persönlich habe 4S Lipos mit 1000 mAh. Damit werde ich ihn fliegen, eventuell auch mit meinen 850ern. Aber das sind halt eben nicht XT60, sondern XT30, die hier zum Beispiel zu meinem Mikro Long Ranger passen oder zu meinem 3 Zoll passen. Ich werde also einen Adapter hier verwenden müssen, um meine Akkus mit XT30 auf XT60 zu konvertieren. Jetzt werfen wir nochmal einen schnellen Blick auf das Gewicht. Dieser Quad wiegt 240 Gramm. Ganz exakt. Heißt also, ihr befindet euch inklusive Lipo drauf, natürlich dann deutlich außerhalb der 250 Gramm Regel. Wer das nicht möchte, der sollte sich für einen deutlich kleineren Quad, zum Beispiel 1, 2 Zoll Cineroop, entscheiden. Einen passenden Akku habe ich jetzt gerade noch nicht zur Hand. Aber mit der Runcam 5 Orange, die ja nun mal deutlich leichter ist als so manche GoPro, liegen wir bei 326 Gramm. Das heißt, Abfluggewicht inklusive Akku dürfte je nach Akkugröße so circa bei 400 bis 450 Gramm sein. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Wenn ihr noch Fragen habt, postet die immer unten in die Kommentare. Ich versuche auf alle Fragen einzugehen. Jetzt gehe ich erstmal raus und fliegen und werde euch dann Flight-Footage zeigen. Einerseits sowohl mit der Caddx Nebula Pro und auch mit meiner Runcam 5 Orange. Danach sehen wir uns nochmal kurz wieder und ich gebe euch ein kurzes Fazit zu diesem Quad. So, nun sind wir draußen. Ich fliege gleich den GepRC CineLog 35 HD. Erstmal ohne Kamera, später in dem Mount, dann auch mal mit der Runcam 5 Orange. Aber mir kommt es hier in diesem Review mehr auf das DVR an. Denn die Runcam 5 Orange mit unstabilisiertem oder stabilisiertem Bild, das ist etwas, was man halt eben auch aus anderen Reviews kennt. Aber hier geht es ja schließlich um den GepRC. Geflogen wird mit dem DJI Remote Controller Version 1 und mit der Goggle Version 1. We'll be right back.
Wie ihr gesehen habt, habe ich mich dazu entschieden, tatsächlich nur DVR-Footage hier zu zeigen, denn ich denke mal, das ist, was tatsächlich eine Aussage zum CineLog 35 HD trifft, nämlich wie gut hier die Caddx Nebula Pro performt. Ihr werdet mit Sicherheit in nächster Zeit auf meinem Kanal noch reichlich Videos sehen, wie ich diesen Copter auch mit der Runcam 5 Orange fliege. Aber mit Gyroflow stabilisiertes Bildmaterial einer Runcam 5 Orange sagt erstmal nicht viel über diesen Copter aus. Deswegen bin ich dabei geblieben und habe jetzt diesmal erstmal nur DVR gezeigt. Kommen wir zu einem kurzen Fazit zum Gebassi CineLog 35 HD. Ich bin mit diesem Copter wirklich sehr zufrieden und ich bereue den Kauf nicht. Ich fange jetzt einfach mal kurz mit dem Kontrast an, denn da ist mir tatsächlich nur ein einziger Punkt aufgefallen, was mir an diesem Gott nicht so gut gefallen hat, oder besser gesagt an der Kamera, ist, dass sie im Gegensatz zu der Original-DJI-Kamera nur mit einer Schraube aufgehangen ist. Und damit sitzt sie relativ locker und lässt sich schnell nach oben und unten verschieben bzw. drücken. Und wenn ich mal hart und kräftig aufgesetzt habe, dann ist es auch tatsächlich passiert, dass sich der Winkel verstellt hat. Ich habe hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, wenn er scharf stellt, hier kleine Unterlegscheiben noch drunter gefummelt. Das ist tatsächlich sehr fummelig gewesen. Dadurch sitzt die Kamera straffer, aber das wäre natürlich schöner gewesen, so wie beim originalen DJI-Kameramodell mit zwei Schrauben. Dann hätte man vernünftigen Sitz gehabt. Das ist aber auch tatsächlich der einzige negative Punkt, der mir aufgefallen ist. Ansonsten bin ich von dem CineLog 35 HD echt begeistert. Ab Werk hat er ein wirklich ziemlich gutes Pit-Tuning und Filter-Tuning. Man kann es vielleicht noch ein bisschen optimieren, gar keine Frage. Hängt aber auch immer ein bisschen davon ab, wie man fliegt. Ich bin jetzt tatsächlich sehr cineastisch geflogen mit einem kleinen Freestyle-Einlagen. Wer den Kopf da richtig scheuchen will, klar, der sollte vielleicht noch ein bisschen am Pit-Tuning drehen, aber ich kann mich wirklich nicht beschweren. Und ich bin ihn tatsächlich geflogen mit Akkus zwischen 650 mA, nämlich die TBS Lithium High Voltage 4S mit 650, die sind äußerst leicht. Damit habe ich Flugzeiten ohne Runcam 5 Orange erreicht von 4 Minuten 30 bis hoch zu den Graphene Penta 4S 1000 Lipos, mit denen ich ohne Runcam 5 Orange 7 Minuten und 2 hingekriegt habe und mit Runcam 5 Orange circa 5 Minuten Flugzeit. Das ist auch insgesamt sehr ordentlich. Mit sämtlichen Gewichten, die ich auf diesem Quad hatte, kam das Tuning für mich wirklich gut klar. Wie gesagt, nicht perfekt, aber schon verdammt ordentlich ab Werk. Das heißt, auch Einsteiger finden hier eine wirklich gute, solide Basis. Das Flugverhalten ist sehr angenehm, gut zu kontrollieren. Ich war jetzt nicht der herausragendste Pilot, aber der CineLog 35 HD lässt sich in jeder Situation wirklich wunderbar kontrollieren, ob man nun mal langsam cruise oder ein bisschen mehr Gas gibt. Dabei ist er sich auch für Freestyle-Einlagen nicht zu schade. Egal ob Flips, Rolls oder sogar Loopings, das steckt er alles problemlos weg. Der Aufbau hier oben mit der sehr stabilen Carbonplatte und aber auch mit dem stabilen, wirklich gut durchdachten
Kunststoffrahmen gefällt mir sehr gut und macht auch einen wirklich wertigen Eindruck. Und sehr gut haben mir auch die wirklich guten und kräftigen 2004 Motoren gefallen, die für einen 3,5 Zoll Quad schon recht ordentlich groß sind und den Zinlok mächtig auf Dampf bringen, wenn man denn möchte. Der Mount hat sich tatsächlich als ideal erwiesen, den hat mir Jens aus der FPV-Community erstellt und zur Verfügung gestellt. Ich habe kurz mit ihm gesprochen, er hat die STL auf seinem Thingiverse-Kanal veröffentlicht. Den Link poste ich euch unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, auch diesen Mount nachdrucken. So viel zu meinem Fazit zum Gap RC CineLock 35 HD. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr den Quad auch habt, postet doch einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn ihr Fragen habt, postet die ebenfalls in die Kommentare. Ich versuche, auf möglichst alles einzugehen und alle Fragen zu beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich immer freuen über einen Daumen nach oben, zumal ich das Ganze als Enthusiast mache und alles aus dem eigenen Portemonnaie bezahle. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, da kommt nämlich noch so einiges im Laufe der Zeit zu den Themen FPV, 3D-Druck und RC-Cars, dann abonniert doch bitte meinen Kanal. Herzlichen Dank und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei eurem Hobby. Ciao!